Alle, die hier stehen, die werden den Nazis heute viel tausendfach beweisen. Ihr auf den Plätzen und Straßen, ihr auf den Blockaden, ihr, die ihr diese Stadt, keinen Fußbreit dieser Stadt, den Neonazis überlassen wollt. Ich grüße euch. Wie ungeheuer wichtig es ist, dass jeder von uns heute und jetzt bei dieser Gegendemo des Nazi-Aufmarsches dabei sein muss, will ich wie folgt begründen. In Zeiten, in denen hierzulande mindestens 10 Menschen von einer rechten Terrorbande ermordet wurden, weil sie türkische oder griechische Namen trugen, und diese Neonazis mindestens 13 Jahre lang offensichtlich unter rechts zugedrückten Augen der Polizei, der Justiz und des Verfassungsschutzes wüteten. In Zeiten, in denen die NPD und neofaschistische Kameradschaften ganze Regionen zu national befreiten Zonen erklären und die NPD immer noch nicht verboten ist, müssen wir alle uns einmischen und von der Regierung fordern, endlich zu handeln. Wer nicht durch die Hölle von Auschwitz gegangen ist, kann es schwer erahnen, was es für uns bedeutet, wenn Nazi-Banden in allen Städten marschieren dürfen. Das trifft uns so sehr, weil damit bewiesen wird, dass es keine oder wenig Aufklärung über die damaligen Verbrechen gegeben hat. Es wurde ein Mantel des Schweigens über die zahllosen Morde und Erniedrigungen von Menschen gelegt. Darum sagen wir, die letzten Überlebenden, die letzten Zeugen des faschistischen Terrors aus der Erfahrung unseres Lebens, nie mehr schweigen, wegsehen, wie und wo auch immer Antisemitismus, Antiziganismus, Rassismus und Ausländerfeindlichkeit hervortreten. Erinnern heißt handeln. Und hier möchte ich einen Appell an die gesamte deutsche Jugend richten. Was von euren Vorfahren meistens verdrängt, auch diskriminiert und verleugnet wurde, das bedeutsamste und kostbarste aus deutscher Geschichte ist und bleibt der antifaschistische Widerstand. Der Nazi-Hölle entronnen, dem sogenannten tausendjährigen Reich, das für uns tatsächlich wie 1000 Jahre war, jede Stunde, jeden Tag dem Tod vor den Augen. Wir wünschen uns, dass ihr, weil es ja so bitter nötig ist, in Zukunft Widerstand leistet, wie damals die Widerstandskämpfer gegen den Hitlerfaschismus. Für ein Leben in Frieden und Freiheit für alle Menschen auf dieser Welt. Ich glaube an euch. Alerta! Alerta!
Antifaschista! Begeben Sie sich wieder auf Ihren Versammlungsort, den Wandsbecker Markt ist top. Und sich zu ihrem zugewiesenen Ort zu bewegen. Die Polizei wird eine Abwanderung in Richtung Rixburg-Oberschubertbrücke nicht dulden. Oh!
seid ihr? Wir sind friedlich, was 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 seid ihr? Wir finden es ziemlich skandalös, dass einerseits auf dem Rathausmarkt Senat, Bürgerschaft, Gewerkschaften, zivilgesellschaftliche Organisationen eine Kundgebung gegen rechts machen. Gleichzeitig ist sozusagen die Innenbehörde nicht in der Lage, darauf zu verzichten, Nazis auch mit solchen Methoden den Weg frei zu machen, damit sie ihre Hassparolen den Menschen entgegenschleudern können, die hier in Eilweg leben. Durch deren Wohngebiete werden sie marschieren an ihrem sogenannten Tag der deutschen Zukunft. Eine Zukunft, in der sie all jene nicht sehen, die entweder nicht deutscher Herkunft sind oder aus anderen Gründen nicht in ihr Weltbild passen. Die werden von ihnen ausgegrenzt, bedroht, ermordet. Es ist unerhört, dass sie diesen Hass selbst in die Wohngebiete hineintragen dürfen. Aber egal, wo sie marschieren, ihnen gehört kein Fußbreit, denn Faschismus ist keine Meinung, sondern ein Verbrechen. Wir stehen, damit keine einzelnen Personen oder Gruppen rausgegriffen werden. Wir bewegen uns, die ersten Nazis sind angekommen! Gleich 40, Polizei beginnen! Hey, ja! Der Bürgersteig ist tatsächlich zu schmal. Wir nehmen jetzt die eine Fahrbahn, lassen die Gegenfahrbahn laufen.
Es befinden sich mittlerweile 200 Antifaschistinnen und Antifaschisten in Sichtweite des Kundgebungsorts der Nazis. Des Weiteren formiert sich in diesem Augenblick eine neue Blockade von 200 Aktivistinnen und Aktivisten direkt auf der Hammerstraße, also ein weiterer Blockadepunkt direkt am Anfang der Route der Nazis. Thank you.
aus! Wir blockieren hier unsere Straße! Ich habe Sie mehrfach aufgefordert, die Fahrbahn frei zu halten, damit die Weiterfahrt von Polizeieinsatzfahrzeugen nicht eingeschränkt ist. Hinsetzen! Das ist gerade alles irgendwie gar nicht gut. Die Freiheit schwört das Leben, Nazis von der Straße!
Faschisten wehren. Hallo! Nein, Lukas.